Petroschan ist eine trostlose Bergarbeitersiedlung in den Südkarpaten. Früher wurde hier Kohle gewonnen, heute stehen die Fördertürme still, die Zechen saufen ab. Und die Arbeitslosigkeit nimmt mit über 50% dramatische Ausmaße an. Für die Unschuldigsten an dieser Lage, die Kinder, hat die Stiftung Offene Fenster hier in einer dieser Wohnkasernen eine Etage gekauft, in der Waisen auf das Leben in einer Gemeinschaft, in einem Elternhaus vorbereitet werden sollen. Die Psychiaterin Violetta Stan hat diese Stiftung 1993 gegründet. Seit einem Jahr nun schreibt der Staat mit 8-jähriger Verspätung gesetzliche Hilfe für Waisen und behinderte Kinder zwingend vor. Die Idee: Da Ehepaare heute davor zurückschrecken, Kinder aus Heimen zu adoptieren, weil die miserable Betreuung dort zu Verhaltensstörungen führt, sollen hier zunächst Ersatzeltern die Kinder für die Dauer von etwa 6 Monaten auf ein normales Elternhaus vorbereiten. Petroschan ist eine Stadt der Hoffnungslosigkeit. Aber wenn den Leuten sonst schon nichts übrig bleibt, dann bleiben ihnen wenigstens die Kinder. Ein Beispiel: Die kleine Andrea kann, wenn überhaupt, nur auf dem Rücken liegend neues Spielzeug wahrnehmen, weil sie ihr Leben lang, also 3 Jahre, in einem staatlichen Heim fast nur auf dem Rücken gelegen hat. Seit 2 Monaten ist sie hier, ihr Zustand hat sich drastisch verbessert. Sie ist nun bereits in der Lage zu kommunizieren, Gefühle auszudrücken. Und sie darf trinken, wann sie will und nicht wie früher, wenn die Betreuerin gerade mal vorbeikommt oder Zeit hat. Szenenwechsel: Das staatliche Kinderheim in Hunedoara. Jene Zustände, die den schlimmen Ruf der rumänischen Heime begründet haben. Heime, in denen die Kinder wie Hühner in Legebatterien eingepfercht in ihrem eigenen Kot dahindämmerten. Diese Zustände sind, Gottlob, fast überall vorbei. Nun gibt es hier 20 Erzieherinnen für 60 Kinder. Die Räume sind hell und farbig. Es gibt Spielzeug. Die Kinder bekommen regelmäßig zu essen und vor allem Zuwendung. Aber die Atmosphäre ist nach wie vor die eines Heimes, also unpersönlich. Und die Erzieherinnen sind für die Kleinen keine festen Bezugspersonen. Durch das neue Gesetz hat sich die Zahl der Kinder im Heim halbiert. Wir können nun Erzieherinnen einstellen und aufgrund des besseren Zustandes der Kinder finden wir leichter Adoptiveltern. Das ist auch notwendig, denn das Problem der Straßenkinder, wiewohl erheblich reduziert, besteht noch immer. Kinder, die sich in der Nähe der Bahnhöfe herumtreiben, anstelle von Drogen, Chemikalien schnüffeln und sich mit Diebstählen durchs Leben schlagen. Szenenwechsel. In der grünen Lunge der Karpaten im schönen Raul-Mare-Tal liegt das Ferienheim der Stiftung Offene Fenster. Hier leben Waisenkinder, Behinderte und die Kinder der Angestellten zusammen. Auf diese Weise sollen Persönlichkeit und Individualität der Betroffenen entwickelt werden. Wir verändern hier die Mentalität der gesamten Gesellschaft. Sehen Sie, wenn es diesen Kindern gut geht, dann geht es auch den Familien und damit der ganzen Gesellschaft gut. Es beginnt mit scheinbar Nebensächlichem. In einem Schränkchen hat jedes Kind seine eigene Kleidung und es darf auch hier selbst bestimmen, was es wann anziehen will. Keineswegs eine Nebensächlichkeit. Hier gibt es nicht nur weibliche, sondern auch männliche Erzieher. Den Kindern wird somit von Anfang an das Gefühl einer Familie vermittelt. Erfahrungen eines ehemaligen Kumpels. Es war schwer, Ersatzvater zu werden. Ich habe aber all die anfänglichen Ängste verdrängt und es ist mir gelungen, den Kindern wirklich zu helfen. Auch wenn ich später einmal etwas anderes machen werde, ist dies hier eine Erfahrung, die man nicht so leicht vergisst. Juan Russo macht diesen Job nicht umsonst. Er verdient hier, umgerechnet 85 Mark im Monat, den Minimallohn in Rumänien. Trotzdem, die Stiftung Offene Fenster kostet Geld. Violetta Stan bekommt etwa 50% durch ausländische Hilfe, den Rest aus rumänischer Privatinitiative. Sie selbst ist hier ehrenamtlich tätig. Die Kinder lernen hier, Liebe zu geben und Liebe zu bekommen. Und für mich ist das kein Job, sondern eine Aufgabe, bei der man sich mit den Kindern am Leben freuen kann. Wie erfolgreich diese Arbeit ist, sehen wir im Nebenhaus. Ein Gesprächskreis von Eltern, deren Kinder unter dem Down-Syndrom leiden.
Der kleine Radu ist mit seiner Großmutter gekommen. Er war in der Schule so lange gehänselt worden, bis er sich aus dem vierten Stock stürzte, um sich, wie er sagt, zu zerstreuen. Nach ein paar Wochen Behandlung bei Violetta Stan erscheint er fast geheilt. Radu wird ein normales Leben führen können. Er hatte Glück. Viele andere in Rumänien haben es nicht. Denn die Stiftung Offene Fenster ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.